So, hier haben wir einen CD-Player von Sony von 1990. Voll das Hightech-Ding, so mit Schnickschnack. Sieht auch jede Menge. Das Gerät hat das Problem, dass Audio-Output nicht so ganz funktioniert. Hier läuft das gerade schon der CD, drum liegt ja auch ein bisschen Papier drauf. Und wie man sieht, ein Output funktioniert, der andere Output funktioniert nicht. Gucken wir da mal rein. Hier auf der Rückseite befindet sich der Digital-Analog-Wandler. Der hat für positiv und negativ, nein, für rechts und links jeweils einen positiven und negativen Ausgang. Und diese einzelnen Ausgänge werden dann jeweils der positive und der negative von diesen Dual-Op-Amps hier verstärkt. Das heißt, an Pin 1 findet sich dann zum Beispiel das verstärkte positive Signal vom rechten Kanal, an Pin 7 befindet sich dann das verstärkte negative Signal vom rechten Signal und das gleiche für den linken Kanal, Signal, Dingsbums, gleich hier unten genauso. So. Die Beobachtung war jetzt nach frisch einschalten, hat es kurz funktioniert. Mit Kältespray hat es funktioniert. Also irgendein schlechter Kontakt. Habe ich mal angefangen hier mit diesem Dings rumzustochern. Und siehe da, wenn ich hier hindrücke, oder ein bisschen hier hinklopfe, dann war das Signal in Ordnung. Und dann habe ich da so ein bisschen gedrückt und dann war das in Ordnung. Das heißt, ziemlich genau hier am Feedback von diesem einen Kanal, das ist der R407, da scheint ein schlechter Kontakt zu sein. Okay. Für den anderen Kanal war das so, dass der im Großen und Ganzen funktioniert, immer mal wieder ein DC-Offset hatte. Das heißt, der ist irgendwie davon gedriftet. So. Prinzipiell also scheinbar das gleiche Problem. Vielleicht ist das ja irgendwie ein Serienfehler, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich da genauso ein bisschen rumgestochert. Mit dem Ergebnis, dass jetzt an dem anderen Audio-Output komplett ein negatives, maximales Signal anliegt. Das heißt, da läuft der Op-Amp an die Wand. So. Das heißt, wir haben jetzt hier noch unseren zweiten Tastkopf. Ja, zweites Oszilloskop. So, wir machen es mal hier. Ich messe jetzt hier und da. Das sehen wir gleich auf dem Oszilloskop. So, also das ist der eine Kanal der eine, auch der eine Kanal der andere. So, zack, bumm, sehen beide relativ ähnlich aus. Haben DC-Offset, meinetwegen können sie haben. So, und jetzt messe ich mal hier unten. Pin 1 und Pin 7, machen wir erstmal Pin 1 hier. Oha, da ist ja gar nichts los. Pin 7. Pin 7 ist in Ordnung. Was ist mit Pin 1 los? Tja, Pin 1 ist auf voller Versorgung, sage ich mal. Da haben wir 11 Volt. Dann würde ich sagen, ist auch da der Feedback ein wenig im Eimer. Die zwei Widerstände sind übrigens im Input. Das heißt, ich kann gucken, ob der Input zu dieser Schaltung funktioniert. Stochern wir mal da. Das ist jetzt ein wenig kleiner, das Signal. Ich drehe mal den Gain ein wenig hoch. Ohne hier noch mehr kaputt zu machen. So. Also Input 1. Zack, boom, da zappelt's. Input 2. Zack, boom, da zappelt's. Also auch hier haben wir ein Problem mit dem Feedback. Ich tippe schon wieder auf diesen Widerstand hier. Stochern wir da mal ein wenig drauf rum. So, man hatte mir gesagt, an dem CD-Player wurde schon mal was repariert. Und dann habe ich jetzt die Platine mal rausgenommen, mir die von hinten angeguckt. Und jetzt hat man viele Stellen gesehen, an denen es so aussah wie hier. So richtig schwarz. Dann konnte man das ein bisschen reiben. Da ging auch dann zum Beispiel hier nur einmal kurz drüber gekratzt, schon war der Lötstoff-Lack weg. Hier unten ist ein bisschen um diese Transistoren was rum. Aber hier, das ist ganz extrem. Und das war genauso hier um den IC-Sockel rum und um den IC-Sockel. Ich habe da mal, auf der einen Seite war ja der IC, den habe ich rausgenommen, auf der anderen Seite war der IC in dem Sockel, habe ich auch rausgenommen. Da habe ich mir das genauer angeguckt und festgestellt, hier das eine Pad, das ist im Prinzip so gut wie abgerissen. Die anderen Pads sind auch relativ lose, also da, ja. Es hat auch gestunken, wie blöd. Ich weiß nicht genau, was da jetzt für Material zum Einsatz kam. Scheint langfristig auf jeden Fall nicht so verträglich gewesen zu sein. Man sieht auch hier das komplette Lötstoff-Lack von dieser Leiterbahn runter und die ist ganz dunkel korrodiert. Und hier diese auch. Das ist ganz interessant. Also der IC501. Da bräuchte ich jetzt eigentlich was Kleineres zum Stochern. Jedenfalls. Wo ist das Ding? Hier, die sind jetzt alle mal neu gelötet. Hier sieht man so diese furchtbare
Leiter waren. Ich muss am Ende sowieso nochmal sauber machen. Hier sieht man so eine halblebige Lötstelle, wo einfach dieses Bauteilbeinchen das Lötchen nicht annehmen will. Genau, hier ist eine dieser Stellen, wo es halt am Gammeln ist, sagen wir mal. Und hier haben wir den anderen Verstärker, ob irgendwo hier komplettes Pad weg war, hier und da, also Pad ließ ich einfach ablösen, war im Prinzip schon abgebrochen, habe ich hier einfach ein bisschen Lötstopplack weggekratzt und so ein kleines rotes Jumperwirechen dahin gemacht. Genau, und die Leiterbahn hier sieht natürlich auch eher traurig aus. Hier haben so alle Lötstellen, die jetzt ein bisschen traurig aussahen, sind jetzt ein bisschen mit Kolophonium, also so Baumhausflussmittelzeugszeug, eingekleistert worden und dann nochmal drüber gelötet. Das ging dann wunderbar. Hier zum Beispiel, was haben wir da jetzt gerade zum Zeigen? Hier diese Lötstelle, die sieht jetzt relativ gut aus. Muss man natürlich das überflüssige Flussmittel nachher wieder weg. Sonst frisst einem das wieder die Platine auf. Aber jetzt gucken wir das mal, ob die Kiste funktioniert. ICs rein, sind los. So, da sitzen sie jetzt, die JRC-OMs. Wunderschön ungerade in diesen Socken, weil sie noch ein bisschen Lötchen an den Beinchen haben. Habe ich so gut wie es ging weggekratzt, aber ganz weg ging es halt nicht. Jedenfalls, da sitzen sie jetzt drin und warten auf den großen Einsatz. Bewerte das Setup. Output geht auf die zwei Kanäle vom Ostsee. Man sieht auch, die sind ein bisschen schräg, die Spuren. Da muss ich mal an dem Trace Rotate Dingsbums drehen, weil sich das Magnetfeld der Erde offensichtlich schon wieder geändert hat. Unglaublich. Jedenfalls, ich drehe jetzt mal den Saft an. Zur Versorgung von dem Ding. Wir haben hier. Ah, wunderbar. Und das, was da an Audio rauskommt, das ist auch schön symmetrisch um die 0 Volt rum dann. Unglaublich. So. Was jetzt also noch fehlt, ist das Ganze erstmal die Platine sauber machen. Dann hier diese schönen bunten, da gibt es einen schwarzen, einen roten, einen weißen und so weiter, hier auf die passenden Buchsen zu stecken. Ach, mache ich nochmal sauber, Endkontrolle. Brennen wir nochmal eine schöne CD mit Testtönen. Einfach nochmal, um zu gucken, ob das Ganze schön symmetrisch ist und läuft. Und dann dürfte das jetzt erstmal gewesen sein. Haha. So, und kaum schraubt man das Ganze hier wieder rein in das Gehäuse und probiert das nochmal aus, sieht man folgendes. Das ist der eine Kanal hier. Das ist der linke Kanal. Offenbar geht der nicht unter 0 Volt runter. Also wenn ich jetzt hier nochmal den Saft abdrehe bei der ganzen Geschichte, andrehe, bam, alles schön bei 0 Volt, alles schön. Quasi kein DC-Level und dann geht's los. Dann der rechte Kanal funktioniert. Also unten ist der rechte Kanal, produziert was, und der linke Kanal oben, der scheint irgendein Offset-Problem zu haben. Also noch nicht ganz gefixt, das Problem. Yay! So, jetzt wird's interessant. Das hier waren die Op-Amps, die so schlecht gelötet waren. Und die hier machen dann, es sind dann jeweils die IC 502 und 402, die machen dann Differenzverstärkung und so weiter und so fort. Dann geht es jetzt in den Ausgangsbuchsen, beziehungsweise hier zum Frontpanel, Lautstärke einstellen, irgendwie Feedback zurück, irgendwelche anderen Buchsen raus. Meinetwegen, ist mir egal. Also wenn ich an den Ausgängen von diesen Op-Amps hier messe, sprich, wenn man sich das genau anguckt, sieht man als nächstes hier diese dicken, fetten Kondensatoren. Kann man praktischerweise bei dem Minuspol zu den Op-Amps geht, kann man direkt oben drauf messen. Und das gucken wir jetzt als erstes mal an und als nächstes gucken wir mal das Signal am Ausgang an. Und dann stellen wir was fest. Also. Ich messe jetzt also erstmal auf diesen Kondensatoren hier und dann am Ausgang. Auf diesen Kondensatoren. So. Der eine Kanal, stellt man fest, hat man ein schönes Signal. Ist jetzt nicht ganz andere. Oha, wunderschickes Signal. Ja, also. Das ganz wunderbar. Und jetzt messe ich von einem Kanal den Output. Hallo, hallo. Ich muss auch nicht mehr mit drücken. Oha, der geht nur ins Positive.
gucken wir jetzt auf den anderen Kanal. Der andere Kanal, wie können wir Kontakt machen? Ach, das ist mir jetzt zu blöd. Sieht jedenfalls so aus. Der eine ist recht symmetrisch und der andere gibt nur das Positive. So. Wenn man sich jetzt hier wieder die Schaltung anguckt, stellt man fest, wupp, dass zwischen diesen Kondensatoren eingangsseitig sind hier so ein paar Widerstände, dann hier Relais, wo dann den Ausgang wohl abschalten, hier quasi kurz schließen, wenn man den digitalen Output nutzt, wenn man hier der Steuerleitung folgt, und ja, dann sind hier bloß noch diese Transistoren, die haben, wie also diese Basisspannung ist von den zwei Transistoren, verhält sich das unterschiedlich. Die sind übrigens nicht die gleichen. Hier sind verschiedene Marker, die 31 und die 32. Jetzt folgen wir denen mal hier runter zu dieser Schaltung. Was hier genau passiert, kann ich jetzt auch noch nicht genau sagen. Jedenfalls haben wir quasi die zwei Signale hier. Hier steht interessanterweise 30. Warum war es noch die 31? Vielleicht ist ein Fehler im Schematic. Kommen die zwei hier runter. So, wir haben hier diese Kondensatoren, diesen und diesen und diese zwei Dioden. Und dann haben wir hier ein IC und da steht hier Mut L und Mut R. Also werden das wohl Ausgänge sein und den, also der Chip wird wohl dann den Gesamtausgang muten, also kurzschließen. Interessant. So, und was ich jetzt festgestellt habe, wenn ich bei dieser und bei dieser Diode hier an der Anode messe, dann hätte ich jetzt erwartet, da ist was relativ Negatives. Sprich, dieser Transistor hier, jetzt muss ich selber nochmal an der Kamera vorbeispiegeln, das ist alles so furchtbar klein. Jedenfalls, das ganze Ding wird relativ gut gegen Wasser gezogen. So, so meine Erwartung, dass dann hier nicht gemutet wird. Ich wüsste gar nicht, wieso man hier überhaupt muten sollte, aber okay. So, das heißt, ich messe jetzt mal an dieser Diode an der Anode, an dieser Diode an der Anode. Bin ich hier schon mächtig am Stochern. So, da haben wir die beiden. 401 und... Na, was sind wir? 3D-Dimensional sehen, abseits der Kamera. Und hier haben wir den anderen. So, messen wir erstmal die 501. Da haben wir um die, sagen wir mal, 800 mV. Average sagt er hier. Und der andere, da messe ich jetzt mal. Zack, boom, da sind wir hier bei minus 11 Volt Average. Okay. Wenn wir natürlich hier 0,8 Volt haben, sprich an der Basis von diesem Transistor 0,8 Volt haben, dann klippt er uns natürlich das Ausgangssignal auf ca. 0 Volt. Und das ist genau das, was man jetzt hier im unteren Kanal sieht. Warum das so ist? Boah, muss man mal weiter forschen. So, wie sich herausstellt, war hier tatsächlich der Transistor kaputt. Wir haben hier 0 und 5 Volt von der Logik gegen Ground. Dann haben wir hier minus 11, 12 Volt und plus 11, 12 Volt. Dann haben wir hier diesen Transistor, der hat innen drin gleich zwei Widerstände, ein Basis- und ein Basis-Emitter-Widerstand, sagen wir mal. Und dann haben wir hier noch diesen Spannungsteiler. Und so kommen wir dann diesen V-Bias zwischen minus 11 rum und noch ein bisschen höhere Spannung hin und her schalten. So, wunderbar. Käferchen sieht so aus. Jetzt ist das so. Natürlich habe ich sowas nicht mit eingebauten Widerständen. Aber man kann sich das so schlau googeln. Das ist ein DTA124E. Das bedeutet, diese zwei Widerstände hier sind 22 Kilo-Ohm. Ich mache mal das Zeigedingsbums wieder aus. Also, die zwei sind jeweils 22 Kilo-Ohm. Wenn man sich jetzt also den Footprint von dem Originaltransistor anguckt, Emitter-Kollektor Basis und dann den neuen, den ich da einsetzen werde, den BC557 oder was da hier gerade so als Anwalt- und Wiesentransistor rumliegt, sieht die Konstruktion so aus. Jetzt haben wir das Ganze mal hier quasi einfach nur temporär freilufttechnisch aufgebaut und ich habe einmal schon diesen Transistor zerschossen, warum auch immer. Ich hatte den nur eingebaut und ein bisschen dran umgemessen. Also ich kann vermuten, dass auch der Originaltransistor einfach dadurch, dass hier quasi die Metallschiene einmal durchgeht, da muss man ja nur beim Einbauen von dem Board mal kurz rankommen, dann ist an der Versorgung, an dieser Spannung sind dann hier gleich irgendwelche Kondensatoren drauf, da kann es einem schon mal diesen Transistor verschießen. Hoppala. Gut, also, jedenfalls diese Konstruktion hier.
Die funktioniert jetzt. Also ich habe hier, na, haben wir quasi diese Ausgangsspannung. Also die untere Seite sind die zwei Kanäle von dieser Push-Pull-Geschichte hier und obere Seite geht dann zu diesem Transistor, an dem der Wetter oben ist, um hier tatsächlich mal was anzusteuern. Jetzt buddel ich hier mal mit dem Oszilloskop da vorsichtig rein. So, da sind wir schon. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Na, das ist ein wenig gefummeln, aber jedenfalls jetzt haben wir hier minus 12 Volt. Jetzt machen wir die Pause aus und jetzt sehen wir bei plus 4 Volt. Minus 12, plus 4. Und das verhält sich für den rechten wie auch den linken Kanal. Gehen wir auf den linken Kanal. Wo ist er denn? Da. Na. Da haben wir ihn schon. Verhält sich für die beiden gleich. Signal, Pause. Signal, Pause. Wunderbar. Dann haben wir doch auch diese Ursache gelöst. Gefunden, gedingst. Dieses Problem gelöst. Das heißt, diese lustige Konstruktion, die baue ich jetzt noch ein wenig kompakter daran. Und dann kommt das alles wieder zusammen. Und dann tut der CD-Player vielleicht endlich mal. So, da rennt die Gurke wieder. Ich kann jetzt hier mal messen mit dem Tastkopf an diesen zwei Mute-Schaltungen für rechts und links. Jetzt momentan haben wir Pause, es ist also gemutet. Also ich messe rechts und links. Am rechten Kanal, ja, sind wir jetzt hier. So, 4,2 irgendwas Volt. Okay, und am linken. Auch so 4,2 irgendwas und Audio-Output ist nichts los. Wenn ich jetzt mal unmute und jetzt haben wir sogar Wumms. Ja, da kommt aber. So, okay, ich mach das mal ganz leise. Da vorne, das war das nicht mehr hören. Also linker Kanal zappelt, rechter Kanal zappelt, alles ist schön symmetrisch und jetzt sind die Mute-Schaltungen. Über minus 12 Volt und das Ding ist auch minus 12 Volt. Perfekt. Was übrigens sehr interessant ist, also hier ist jetzt nochmal diese lustige Flickschaltung, hier um den defekten Transistor zu ersetzen. Dieses Relais hier, das schaltet tatsächlich zusätzlich zu den Transistoren auch noch den schließt den Ausgang auch noch kurz. Das, warum es das macht, keine Ahnung. Also man hört es ganz leise. Ja, aber so ist das halt. Also, Gurke läuft, Deckel drauf, aber on. Liebe Geräte auseinander, boah, sowas muss doch nicht sein. Schöne Schraube. So sieht das aus, wenn der Schraubendreher perfekt in die Schraube passt. Die hält er einfach drauf. Naja. Wenn man das Gewinde nicht vermurksen will, dann kann man auch den Schraubendreher nehmen. Das so reinsetzen. Keine Ahnung, wo das jetzt greift. Das mal links rumdrehen. Bis irgendwann gibt es eine Stufe. Das fällt dann was im Klonk. Hier. Und dann hat man das Gewinde getroffen. Und dann kann man da einfach so reindrehen. Einfach so. Wunderschön. Wunderschön. Also. Da ist der Apparillo jetzt. Ich habe jetzt mal Audioausgang hier angeschlossen, das Oszilloskop am rückwärtigen Ausgang. Nur nochmal so zur Erinnerung, also hier ist der Digital-Analog-Wandler, hier ist diese Op-Amp-Verstärker, Differenz, Rumpti-Dumpti-Schaltung. Da waren ein paar Lötstellen nicht so der Bringer, das habe ich mal alles ein bisschen frisch verlötet. Das tut jetzt, und das andere was war, ist hier, ist eine Schaltung, die im Prinzip Push-Pull mäßig eine Bias-Spannung einstellt, also hier auf dieser Seite von der Geschichte, die dann hier am Audioausgang über diese Transistoren, die sich da befinden, das Ding, die Ausgangsspannung irgendwo hinziehen. Das ist, wenn man zum Beispiel Pause drückt, ist das der Fall. So, das hat auch nicht funktioniert. Höchstwahrscheinlich habe ich einen von diesen Transistoren gebraten, als ich mal aus Versehen so ein bisschen grob war zu dem Gerät. Heille. Also, tut die Gurke. So, dann ich sagen, Wassermarsch. Ein wundervolles Feature ist dieses Lautstärke-Potty mit Motörchen. Heieiei, da ist was los.
Jetzt muss ich natürlich ein bisschen lauter machen, dass man da was sieht und hört. Ja, und da hatten wir jetzt hier zwei Ausgangssignale und die sind sehr schön um Gleichspannung herum, wenn ich die beide mal zack, bumm, quasi auf DC, auf Ground also stelle, dann sieht man nichts. Und wenn man die jetzt DC koppelt, dann sind die sehr schön um DC rum. Wunderschönes Dude aber im Hintergrund und es macht mir hier gleich Copyright gruscht. Ich mach mal das ein bisschen leiser. Genau, aber so sieht das aus. Wo muss ich drehen? Da muss ich drehen. Wunderschön XY hier, diese Optik. Ja, ja.